Mit einer imposanten Explosion macht der Popocatépetl von sich reden. Die erhellte den Himmel über Mexikos berühmten Vulkan am Dienstag. Neben Lava spuckte der auch reichlich Gesteinsbrocken und Asche aus. Medien berichteten, der Ausbruch ereignete sich gegen 19:30 abends Ortszeit. Obwohl El Popo mit der aktuellen weit sichtbaren Eruption zunächst keine Ortschaften akut gefährde, riefen die Behörden nahegelegene Kommunen auf, alarmbereit zu sein. Millionen Menschen wohnen im Einzugsbereich des immer mal wieder aktiven Vulkans. Auch die Hauptstadt Mexico City ist weniger als 100 Kilometer entfernt. Mit über 5.400 Metern Höhe ist der Popocatépetl der zweithöchste Berg Mexikos. In Nordamerika rangiert er auf Platz 5.